Ja, willkommen zu einem neuen Review. Wie ihr seht, Kevin ist diesmal auch wieder dabei. Servus, Leute. Ja, wir testen heute den Rosanna Orange. Den habe ich abgekauft von Dennis Jo. So heißt er in den meisten Foren, zu einem sehr günstigen Preis. Viele Grüße nochmal, Dennis. Ja, hier ist der Schnitt. Also ist jetzt nicht gerade der feinste Schnitt. Geht eigentlich aber noch, ist immer noch gut zum Kopfbau. Ist auch nicht jetzt zu grob, ein paar Ästchen waren drin. Aber die kann man ja vorher entfernen, ist eigentlich kein Problem. Angefeuchtet noch mit Glycerin. Ja, ich finde eigentlich auch, der Schnitt sieht ganz okay aus. Also für den Kopfbau reicht es wirklich noch aus. Kommt mal zum Geruch, würde ich sagen. Also er riecht nach einer säuerlichen Orange. Der Geruch gefällt mir aber sehr gut, Leute. Also, ja, was sagst du dazu? Ich finde auch, der riecht auf jeden Fall sehr säuerlich. Also ich finde das eher besser, wenn jetzt Orangentabak säuerlich riecht. Der Alvar Orange Cream, also der hat eher ein bisschen süßlich gerochen. Also ich finde, man kann den vergleichen mit den Trinkpäckchen, wenn ihr die kennt, diese orangen Trinkpäckchen. Danach riecht er ein bisschen, aber die gefallen mir auch so lecker. Also geruchlich ist er auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Ja, Setup, Sapphire Orchard, zwei Lagen Alufolie, zwei Bambuchas und unter den Bambuchas gelockt. Ja, wie ihr seht, der Rauch ist auch fantastisch, also ja. Schön dicht. Ja, schmecken gut. Tut er eigentlich fast genauso wie er riecht. Ist ein schön säuerlicher Geschmack, ist es. Also auf jeden Fall schön nach Orange, die schmeckt mal sehr gut raus. Ja, also ich finde auch, der schmeckt sehr gut. Schöne Orangennote, gefällt mir sehr gut, der Tabak. Mhm. Ja, wir rauchen den jetzt auch hier zum ersten Mal. Also mir gefällt er sehr gut. Also ist jetzt einer der besten Orangentabake, die ich eigentlich kenne. Ist ein sehr, sehr schöner Geschmack. Und ich finde auch das Saure, das kommt sehr gut rüber. Ja, kann ich mich nur anschließen. Schmeckt wirklich sehr gut. Ja, rauchlich habt ihr den ja schon gesehen. Ist sehr, sehr gut. Ja, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen eigentlich. Kommen wir mal zum Fazit. Ja, also von mir, da gibt es eigentlich fast nichts auszusetzen. Der Schnitt ist ein bisschen grob, daher gebe ich den jetzt 9 von 10 Punkte. Ja, werde ich mich auch noch anschließen mit den 9 Punkten. Ich finde den sehr gut. Auch ein guter Orangentabak im Vergleich zu den anderen. Ja, der Schnitt ist halt ein bisschen, ja, grob halt, aber ansonsten gibt es nichts auszusetzen. Ja, dann war es das eigentlich auch wieder mit dem Review. Kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Macht's gut.